Moin, meine kleinen Ninjas, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Biomutant. So, wie ihr seht, die Charaktere sind nicht mehr da. Der Sifu ist auch nicht mehr da. Und ich habe weil ich das Spiel ausgemacht hatte und jetzt neu gestartet, ganz normal gestartet hat wieder. Und zwar habe ich mir jetzt die letzte Folge, wie ich in der letzten Folge gesagt hatte, habe ich mir die Folge nochmal angeguckt. Und es ist so. Warte mal, ich mich jetzt nicht hier ganz verhaue. Der Yagni-Stamm ist dafür, dass die Weltenfresser die Wurzeln zerstören und den Baum des Lebens zerstören. Aber komischerweise, wo ich den ersten Weltenfresser jetzt besiegt hatte, hat der Sifu von Yagni sich total gefreut, dass ich es gemacht habe. Und das ist eine Sache, die verstehe ich jetzt nicht so ganz. Warum hat er sich denn jetzt so gefreut? Er will doch, dass die Weltenfresser. Na, guck mal, da bin ich. Den habe ich jetzt besiegt. Er wollte ja, dass die Weltenfresser den Lebensbaum töten, kaputt machen. Und jetzt doch nicht? Das ist eine Sache, da bin ich jetzt ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, verplext. Bisschen durcheinander. Aber wir starten erstmal weiter in die Story und dann schauen wir uns das weiterhin an. So, hier waren wir jetzt. Hatte ich den nicht schon entdeckt? Doch, hatte ich doch schon. Warum wird der mir denn immer noch angezeigt? Aber warte mal, wir können erstmal die Stufe. Eine Stufe weitergehen. So, wir hatten jetzt, das letzte Mal hatten wir, glaube ich, wieder Vitalität oder Stärke. Ich würde jetzt gerne wieder, ich mach gerne lieber so einen Mischmarsch immer. Ne, obwohl kritische Treffer auch nochmal 1% und alles, auch nicht schlecht. Aber ich glaube, wir haben nochmal einen Punkt in Stärke rein. Oder in Vitalität. Da sind 10, da sind auch 10. Na komm, machen wir nochmal Vitalität. Niemand kann dir etwas anhaben. So, gemacht, getan. Hier gucken wir uns nochmal an, was wir jetzt an Wung Fu noch ändern können. Und zwar, das ist ohne Bewaffnung. Das ist mit Einhand, das ist mit Doppelwaffen-Nahkampf. Zwillings-Sielangriff. Ach, dann kann ich Nahkampf-Doppelwaffenfähigkeiten. Rüstet zwei verschiedene Einhand-Nahkampf. Ja, das machen wir direkt. Ach, guck mal, da habe ich direkt schon alles freigeschaltet. Da können wir das direkt auch mitnehmen. Weil. Ich würde gleich mal gerne gucken. So, Bio können wir auch noch. Aber ich glaube, ich würde schon gerne mehr immer noch weiterhin sammeln. Obwohl natürlich mehr Fähigkeiten auch geil sind, keine Frage. Aber schauen wir mal. Psy-Kräfte, was habe ich denn da jetzt mittlerweile? Ach, immer noch die. Wie viel habe ich eigentlich? 3. Ach so, siehst du, die müsste ich auch sammeln, um auf Himmelsfunke zu kommen. Ja, wir sammeln. Wir sammeln. So, ein Problem habe ich ja jetzt, und zwar die Waffen, die ich ja besitze. Die werden ja hauptsächlich mit 2 Händen geführt, richtig? Wo ich kann jetzt. Ich kann die. Ne, siehst du, sie wird mit 2 Händen geführt. Was habe ich hier für eine? Die wird, denke ich, mit einer Hand. Schlitzer. Da steht nicht bei, ob die jetzt immer zweihändig sind oder einhändig sind, ne? Aber da schon nicht mehr mein. Ist die auch zweihändig? Ne, die ist einhändig. Wir gucken mal eben kurz, was wir anfertigen können. Herstellen. Neue Nahkampfwaffe. So, wenn ich jetzt den Kollegen hier nehme. Warte mal. Was fertigst du heute an? Einhandhiebwaffe, Zweihandhiebwaffe. Ah, also wir müssen auf Einhand gehen. So, dann machen wir ein Heft dran. Das wäre dann der Kollege hier. Aber der macht ja weniger Schaden. Ich verstehe jetzt nicht, warum 109. Ansonsten ist alles gleich, ne?
ich werde schon auf den hier gehen. So, und dann Zusatzteil. Ein Nagel. Kann man die sortieren? Nee, ne? Der Nagel macht auf Qualität 5. Holy Waldfee. Sollen wir die einfach mal erstellen? Auf Fuchs und Dollerei? Aber ich glaube, da fehlt mir da unten was, ne? Ne, ich kann nicht herstellen, weil mir da eine Mutter oder was da ist, fehlt. Okay. Dann warten wir damit noch. Aber ihr wisst auf jeden Fall schon mal, worauf ich hinaus möchte. Rücken. Kann ich noch nichts machen. Hand. Achso, ausrüsten. Da haben wir die ganze Geschichte. Ach, guck mal, die kann ich jetzt tragen, oder was? Warte mal, wir müssen ganz kurz den Dings wegmachen. Gut, unter die Taucherglocke siehst du das ja gar nicht. Ich darf ja auch nicht vergessen, ich kann die Sachen ja auch meistens immer noch verbessern, ne? Schickes Kopfteil. Huch. Da riecht so ein 2%, aber KI-Energie fällt komplett weg. Aber viel mehr Gesundheit und Energieregeneration. Ne, wir bleiben bei der. Gut, ach, siehste. Jetzt wollte ich noch das Schwert. Warte mal, das könnte ich auch hier machen. Das Schwert eben schnell ausrüsten. So. Weiter geht's. Wo wollen wir hin? Wir haben jetzt den Weltenfresser haben wir erledigt. Wir müssen ins Tagebuch kicken. So, bezwinge die gegnerischen Stämme, besiege alle Weltenfresser, erobere die gegnerischen Außen. Was habe ich denn da neben Quests hier? Da. Und nicht en masse, ne? Finde den Pfad. Folge dem Pfad und schau, wohin er dich führt. Der Roboter 15. Ja, komm. Klicken wir mal da drauf. Den machen wir jetzt mal. Gehen wir mal auf Kärtchen. Da muss ich hin, ne? Der reicht ja, wenn ich genau hier hinreise, da. Ja, genau. So, da sind wir schon. So. Ich hab doch hier so ein Reitvieh, hab ich doch. Den kann ich ja nicht nutzen. Wo bist du, mein edles Ross? Diese Nacht schien ewig zu dauern. Hä, wo ist der? Da unten. Come on. Hey. Oh. Alles gut. So. Muss ich jetzt irgendwie da oben hinkommen? Ist da oben was oder... Ich denke mal, ich muss hier außen rum, weil ich meine, von hier außen links kommt man da oben hin. Hm, sieht so aus. Ja. Und dann nach links. Und dann folgen wir mal den Schienen. Oh, was haben wir denn da? Ach, das sind... Ne, sind doch nicht meine. Sah es so aus. Das sind ja ganz andere. Oh Gott. Warte mal. Dieses Ding war einst Teil eines Tuk-Tuks. Jetzt steht es einfach nur so herum. Wir brauchen EP. Wir müssen EP sammeln. Stämme sind ständig auf der Jagd nach verwertbarem Schrott. Und auf dem Hof gibt es viel davon. Aber sie hätten beim Plündern bleiben sollen, anstatt mit Raketen zu spielen. Wo ist der?
echt scharf. Durchschuss. Huch. Ja, ist er kaputt jetzt? Wo ist der Dicke? Nicht mehr da. Na gut, den hat's zerfetzt, wa? Haben wir mal alles mit. Materialien kann man nicht mehr brauchen. Ach, da ist auch. Ach, Gummi ist da. Das solltest du behalten. Helden sind nur Helden für andere. Aber sie verrichten die Taten. Sonst sind sie keine Helden. Was haben wir denn da? Ach so. Ja, tschüss, Digga. Der Rambockler ist mit dem Durchbrechen der Tür beschäftigt. Das ist deine Chance. Aua. Ja klar, der haut da, der versucht die ganze Zeit mit so einem riesen Ding, das Ding aufzukriegen mit dem Rambock und ich mach einmal mit dem Brecheisen. Oh, die Lunte brennt. Geht das Ding gleich hoch? Oh, oh, oh. Das wusste ich jetzt nicht, das wusste ich nicht. Ja, du schaffst wirklich alles. Ach du auf, Scheiße. Auf und davon. Und jetzt bitte wieder lang. Ja. Oh, Gott sei Dank. Ja, damit nur die Tür aufgesprengt. Was für eine Landung. Wenn da mal nicht alle Feuer und Flamme waren. Ich bin Feuer und Flamme. Aber hier war noch was. Ja. Danke. Einmal kurz das Revier markieren. Oh. Mal sehen. Ja, da sind wir. Ach, guck mal, warte mal, schau, wer ist denn da? Mal sehen. Da ist da jemand auf der Karte gewesen. Wer ist das? Ach, der. Das ist doch der, wo wir, sag schon, ich komme jetzt nicht drauf. Wo wir klein waren, also jünger waren. Da haben wir doch für den Schrott gesucht. Ach, der ist das. Nimm es ernst, sonst scheiterst du daran. Ja, ein bisschen Biopunkte, damit wir wieder mutieren können. Mit Atommüll kann man immer rumspielen, wa? So. Ein Wunder, dass einige dieser Hochrunters überhaupt noch funktionieren. Runters? Aufzüge. Früher wusste man wohl, wie man Sachen baut. Ah, wieder ein Bild. Das ausgebrannte Nuklearmaterial, das Toxanol im Nass versenkte, schädigte das Meeresleben, während die überquellenden Mülldeponien das Grundwasser verseuchten. Zusammen führte das zum rasenden, unausweichlichen Untergang ihrer Welt. Ah, guck mal, da ist er. Boah, Himmel. Ich muss mein Wondo wieder auffrischen, aber er glaubt wohl, dass du den großen Knall beim Hof verursacht hast. Oh, und er sagt, dass er dich kennt. Hm? Du hast ihn früher Gizmo genannt. Er hat dich beim Wiederaufarbeiten gelehrt, dir die Hände dreckig zu machen. Gizmo weiß noch, was für ein braves Kindling du warst. Er kann die Wärme deines Herzens immer noch spüren. Doch Gizmo sagt, dass jeder Erinnerungen anders erlebt. Man kennt die Geschichte, doch die Wahrheit dahinter hat für jeden eine andere Bedeutung. Mhm. Erzähl mir von meiner Kindlingheit. Ich erinnere mich auch an dich. Erzähl mir von Lupa Lupin. Es wäre eine Lüge zu behaupten, alles war gut. Nach dem Tod deiner Mamo und deines Papus hast du dich verändert. Er versteht, warum du gehen musstest. Das alte Dorf ist eine stetige Erinnerung an das, was geschehen ist.
Gizmo sagt, er erinnert sich an die vergangene Zeit. Doch anders als du denkt er nicht an sie, weil sie vorbei ist. Er versteht, dass Lupalupin ein wichtiger Teil deiner Vergangenheit, deiner Gegenwart und bald auch deiner Zukunft ist. Er glaubt immer noch an das Gute in allen Wesen. Du trägst noch die Hoffnung auf ein Morgen in dir. Er sagt, was dir bestimmt sei, wird auf die ein oder andere Weise geschehen. Doch du solltest dich nicht von der Vergangenheit verzehren lassen. Gizmo versteht deine heftigen Gefühle, doch er ermahnt dich, sie unter Kontrolle zu halten. Du hast selbst erlebt, wozu das führen kann. Nichts strahlt so wie das Dunkel. Moment. Dem Dunkel ist nicht zu trauen. Siehst du nicht, wie befreiend das Dunkel ist? Es ist noch nicht zu spät für dich, oder? Hallo, Dunkelheit. Ich bin's, dein alter Freund. Würde gerne wissen, ob du je an den Entscheidungen zweifelst, die dich auf deinem Weg bis hierher gebracht haben. Wärst du glücklicher, wenn du einen anderen Pfad eingeschlagen hättest? Ich habe immer mein Bestes gegeben, aber ich bereue auch nichts. Schätzt, dann bist du entweder eine Ausnahme oder gut im Lügen. Oder vielleicht beides. Es ist traurig, dass mit dem Baum des Lebens alles sterben wird. Doch das war zu erwarten. Versteht, warum du der Welt unbedingt den Rest geben willst. Ein schnelles Ende ist wohl gnädiger. Fragt sich, ob du gerne mit den Jagni zusammengearbeitet hast. Sie hocken immer in ihren Stuben und versammeln ihre Besitztümer um sich. Das Zuhause ist ein Rückzugsort, doch es ist nicht alles. Die Welt ist größer, als du denkst. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Gizmo meint, es habe lange gedauert, bis die Vergangenheit die Gegenwart einholen konnte. Was du jetzt tust, liegt bei dir. Du solltest die Vergangenheit fürs Erste ruhen lassen. Er kann den Unterhof nicht verlassen, da er gegen das Vakuum in der Todeszone nicht geschützt ist. Du solltest also nach Schrott suchen, um den Mekton wieder aufarbeiten zu können. Fang bei der alten Kiste draußen an. Du solltest zurückkehren, sobald du den Schrott gefunden hast. Ihr solltet so schnell wie möglich dafür sorgen, den Mekton gegen den Jumbo-Knoll kampfbereit zu machen. Ach, Gizmo hilft uns gegen einen Weltenfresser. Sie gehört zu der Gegend, in der die Apokalypse am stärksten wütete. Dort gibt es keinen Sauerstoff. Nur Kreaturen, die durch die Kontamination extrem verändert wurden, können dort leben. Ja gut, wie Judith. Ah, da krieg ich so einen Roboter. Geil, 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 geil. Aber wie gesagt, wir haben ja unsere Maske. In dieser Zone kann man kaum atmen und der Tod lauert überall. Pass auf, wer halb so viel atmet, lebt. Du hast eine Gefahrenzone entdeckt. Das sind große Gebiete, die von tödlichen Gefahren bedeckt sind. Diese Umweltgefahren kannst du nur für eine Zeit standhalten, bevor sie dich umbringen, also sei vorsichtig. Es gibt verschiedene Arten von Gefahren. Biokontaminierte, kryogene, entzündliche, radioaktive und sauerstofflose Todeszonen. Deine Ausrüstung und der Widerstand, die du in der Charaktereinstellung gewählt hast, legen fest, wie lange du in diesen Gefahrenzonen überleben kannst und wie viele Schaden du durch Gefahrenwaffen erleidest. Besitze gegen eine Gefahrenart einen Widerstand von 100%, erhältst du 100% des Schadens durch die Gefahr Stand. Also heißt kein Schaden. Alle teilen das gleiche Schicksal. Auslöschung oder Überleben. Aber ich hab doch... Was macht die?
Gar nichts. Ich das richtig sehe gerade. Ist ja blöd. Da ist eine Maske. Ich dachte, die macht jetzt auch irgendwas. Aber die sehen nur gut aus anscheinend. Na gut. Das ist der Überrest, nach dem du gesucht hast. Ah, ja, hier können wir atmen. Super. Muss da hinten lang ist. Ah, vorher gehen wir uns noch den Atommüll holen. Hey, hey, hey! Mach keinen Scheiß hier. Ah, die Kiste meinte wohl Gizmo. Drachenschädel. Harte Kante. Schrottgestell. Na gut, jetzt müssen wir, denke mal, zurück zu Gizmo. Huch. Geronimo! Da bin ich wieder, Gizmo. Er meint, das sei genug, um den Mekton zum Laufen zu bringen. Du verfügst jetzt über einen Motor, einen Treibstoffsauger, eine Schusswaffe und ein Sammelnetz. Aber weder Rüstung noch eine Sauerstoffversorgung. Ein Gerät, um wertvollen Kram vom Grund zu fischen. Aha. Unter dem Ölglibber gibt es Orte, an denen du das Netz einsetzen kannst. Er sagt, er arbeitet an einem weiteren Projekt für den Mekton, einer Kanone. Sie benötigt jedoch Munition und damit meint er Squibs. Er sagt, wenn man sie richtig abrichtet, können sie den Jumbo-Knäuel ablenken. Mhm. Wie die Quietsche-Enten bei dem anderen. Wenn du nach Squibs suchst, solltest du mit Mog reden. Er kennt sich mit allen Lebewesen in der Natur aus, die die Apokalypse überstanden haben. Leider bedeutet das, dass du weiter in die Todeszone vordringen musst, da Mogs Lager an der Steiltiefe ist. Wenn du Mog findest, kann er dir sagen, wo du die Squibs findest. Das sind angriffslustige kleine Biester. Wenn du ihn fragst, eignen sie sich perfekt als lebende Munition. Der Mekton also wie beim Gleiter, um ihn anzupassen. Wow. Also hier können wir auf jeden Fall länger laufen. Der Mekton kann die Ölpfützen nicht überqueren, da du kannst ihn verwenden, um das Öl zu entfernen. Um das Öl zu entfernen, drücke LB. Was? Im Hellen ist alles so aktiv. Oh. Ein Rucksack. Ein Sackruck. Wahrscheinlich willst du mehr als bloß das. Der Mekton des Mechanikers ist sehr robust, genau wie sein Erbauer. Kannst du dir vorstellen, wie dieser Ort einst ausgesehen hat? Oh, der dreht sich ja direkt um deine eigene Achse. Vor der Sintflut des toten Öls? Oh. Halt vielleicht lieber die Luft an, bevor du weitergehst. Wieso? Auf dich warten die atemberaubenden Ausblicke der sogenannten Todeszone. Auch die hier, oder was? Aber warte, wir haben doch ein paar Sachen.
Ah, da unten sitzen wir drin. Ja, Drachen, ne? Nee, nimm den. In der alten Welt hatten solche Straßen tatsächlich ein Ziel. Jetzt sind die meisten von ihnen der direkte Weg ins Desaster. Ah, da oben ist, wo lang ist. Ach, da muss ich runterspringen. Beziehungsweise hochspringen. Ach, der, wie sieht der denn aus? Da drüben befindet sich Steiltiefe, die Klippe an der Moat abhängt. Schüttel. Erklimme den Gipfel. Butzle. Im Moat. Diava. Warte, erst muss man mal deinen Mast anpinkeln. Ah. Die sieht so leicht ätzend mal aus. Sehen. So gelb wie die ist. Er ist erstaunt, dich hier draußen zu treffen. Er dachte, du wärst längst tot. Nur wenige sind so clever und zäh, wie du es offenbar bist. Who are you? Wenn? Sagt, er ist ein Monsterjäger. Der beste, den es gibt. Monsterjäger. Mook meint, all deine Kraft nützt dir überhaupt nichts, wenn du im richtigen Augenblick nicht bereit bist, abzudrücken. Bei Monstern geht es einzig darum, zu töten oder getötet zu werden. Wie entscheidest du dich? Töten. Lämmer. Du magst zwar ein ruhiges Händchen haben, doch du solltest deine Ziele sorgfältig auswählen. Sagt, Entscheidungen über Leben oder Tod von anderen sind nie leicht. Doch jemand muss sie treffen. Sonst Yamafore dome dahunka. Meint, meistens tötet er die, die er nicht mag. Yamafore dome dahunka. Sorgt sich, dass es keine Monster mehr geben wird, wenn die Welt untergeht. Worauf soll er dann schießen? Khanivav Kairo, Mishako her. Versteht, warum du die Herde so sehr ausdünnst. Doch es wäre schön, wenn du allen anderen ein paar Monster übrig lässt. Er sieht deinen Pakt mit den Yagni mit Wohlwollen. Ihr Jagdgeist gleicht denen einer Schar von Adlern. Er erfreut sich daran, wenn er kann, auch wenn sie bei der Monsterjagd kaum helfen. Aber genug davon. Die Tiere, die Natur, alles hat sich verändert und gegen das Leben gewendet. Als die Welt sich veränderte, ergriff der Überlebensinstinkt die Oberhand. Er zweifelt mittlerweile, dass sie noch eine vegetarische Ernährungsweise haben. Es könnte sich verändert haben, also wer weiß, wie das die chemischen Zusammensetzungen der körperlichen Abfälle beeinflusst hat. Momentan hat er jedoch das Gefühl, ziemlich genau zu wissen, wo sich alle kleinen und großen Monster aufhalten. Ich soll mich stattdessen Fleisch essen? Warum verfolgst du Monster? Sagt, sie sind groß, aber die Welt ist größer. Um sie zu finden, musst du in Erfahrung bringen, wo sie sich aufgehalten haben. Mook sagt, wer rennen will, muss zuerst gehen lernen. Es ist noch kein Monsterjäger vom Himmel gefallen. Ja. Zum Glück kann er dir dabei helfen. Bevor du dir ein großes Ziel vorknöpfst, solltest du es mit einem kleinen versuchen. Und dafür gibt es keinen besseren Ort als eine Squib-Höhle. Ein paar dieser kleinen Viecher zu fangen, sollte dich auf Trab halten. Schießen wäre mir lieber, aber ich bin bereit zum Jagen. Sagt, wenn du weiter jagst, kriegst du noch die Gelegenheit zum Schießen. Okay, dann suchen wir mal diese Mistviecher. Oh yeah.
Was ist das denn? Kann man hier was überhaupt ist? Feuer machen? Sind die das? Da oben was oder? Ne, ist nur Licht. Da unten vielleicht? Ah, jetzt. Gesundheitspack, okay. Was haben wir noch? Pillen. Sonst sehen wir nichts. Gut. Aber wie geil das gemacht ist zum größten Teil. Ne? Wir haben die Welt kaputt gemacht, die Tiere haben sich alle weiterentwickelt und sind mutiert und sind jetzt selber einer, entwickeln jetzt selber auch Sachen. Ich, alleine der Roboter ist geil gemacht, finde ich. Hallo? Was war das denn? Was bist du denn für einer? Da brennt die Luft. Ja, soll sie auch. Glaube takt. Oh, sind wir schon vorbei? Oh ja. Ich glaube, ich hätte irgendwo da vorne hingemusst. Ah, hier. Warte, ein Squib-Kriechbau. Hier findest du viele Viecher. Da juckt der Finger. Schieß alles in Stücke. Was sind das für Viecher? Ziemlich verrückt, so weit von der Oberfläche entfernt zu sein. Widerlich. Hier stinkt es. Verschlossen. Was ein Sausen lassen, war? Behälter, alte Weltgerät, ultimative Fernkampf- und Nahkampfwaffe. Ah, wieder ein Bildchen. Ach, das mit dem Öl. Als der nukleare Abfall schließlich verdampfte, stieg ein flüchtiges Gas aus dem Boden und befiel sämtliche Bauten, sogar die von Toxanol. In gewisser Weise bewirkten sie so ihren eigenen Niedergang. Korrigiere, ist kein Öl, da verschmutzen die gerade das Wasser. Oh, noch ein Aufzug. Hello? Oh, ein Tanker. Wollte nicht irgendeiner einen Tanker haben, der von der Kneipe... Was ist denn da drin für einen Tank, für einen Sprit? Oh, eine Idee. Hau den Deckel von diesem Schlammlaster runter. So wird sich alles hier füllen und du kannst den Eingang erreichen. Ach so. Ach so. Oh, warte mal, wie geht das denn jetzt? Warte mal, ich drücke einmal die Taste. Die Taste. Die Taste. Aha. An viel komme ich dann da ran. Oh, hallo. Bah. Hallo? Bestimme dein Schicksal. Sonst tut es jemand anders. Alles klar, ich geh kacken. Das ist mein Schicksal, auf diesen Pott zu gehen. Ich höre noch was. Ah, noch ein Aufzug. Was sind das denn? Ach so, das sind die Viecher.
Dieses Mal entkommt es nicht. Was ist denn das für eine Mischung? Eine Mischung aus Fuchs? Süße Katze? Was auch immer? Eichhörnchen? Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall putzig aus. Hallo, ey, bleib hier. Knalltalski. Jumspoko. Aha. Feuerrate gut, durchdringend auch gut. Reichweite, Genauigkeit. Macht ein bisschen weniger Schaden durch die hohe Feuer. Wir probieren es aus. Kann ich vielleicht jetzt eine zweite Waffe tragen? Ach, guck mal. Mit Schusswaffen kennst du dich offenbar aus. Ah, geht jetzt, okay. Sag, du musst die Schalter aufeinander abstimmen. Ein Fehler schon begangen. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. War ein Fehler. Sträubt sich wie das Haar von jemandem, der unter Strom steht. Sagt, du musst die Schalter aufeinander abstimmen. Nee. Ach, scheiß, schon wieder falsch. Sträubt sich wie das Haar von jemandem, der unter Strom steht. Sagt, du musst die Schalter aufeinander abstimmen. Na, schon wieder falsch angefangen. Boah, Mann, du weißt los. Hä? Ich hätte damit. Gut, das ist genug elektrische Strömung, um die Aktoren zu initialisieren und das System zu aktivieren. Mein Gott, hoffentlich wissen die Leute, was er meint. Ultimative Fernkampfwaffe. Ja, gut, haben wir noch nicht. Heute brauchst du kein Bad. Nahkampfwaffe brauchen wir noch. Ah, guck mal. Boah, was ist das denn? 368 bis 648 Schaden. Zweihandwaffe? Ja. Oh, das war ja schon wieder. Ach stimmt, wir sind da hinten rein und kommen jetzt hier wieder raus. Okay. Ab zu Gizmo. Geht's da noch irgendwo lang? Nein. Ich weiß gar nicht, können wir von hier aus eine Schnellreise machen? Gegeitert? Das ist nicht Gizmo, das ist Mong. Mok. Du bist auf dem Reittier. Dann geht das nicht, okay. Ah, jetzt geht's. Oh, ich habe die Folge ja voll mehr als überschritten, sehe ich gerade. Wir sind schon fast bei 40 Minuten und ihr sagt ja auch nichts, ne? Gut, dann berenne ich jetzt diese Folge und bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ihr dürft mir gerne einen Daumen nach oben da lassen, schreibt mir in die Kommentare, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschaußen.